Hello everyone und willkommen zu einem neuen Vlog. Leute, ich komme gerade von Arbeit und denke mir, oh mein Gott, der Kaffee haut mega rein. Ich habe gute Laune, ich habe Energie. Ich war ja am Wochenende in Tschechien gewesen. Was heißt, meine zwei Katzen waren über 3 Tage hier allein in der Wohnung. Wie das aussieht, wenn man wiederkommt, die Sachen in die Ecke pfeffert und sich auf die Couch legt und dann den nächsten Tag von Arbeit kommt und erstmal so einen Schock kriegt, weil es so aussieht, wie es aussieht. Ja, deswegen ist es gut, dass ich jetzt Energie habe, denn als allererstes werde ich erstmal aufräumen. Wie gesagt, ich habe schon Kaffee getrunken. Merkt man auch, ich bin total aufgedreht. So Leute, ich zeige euch, wie es aussieht, wenn ich 3 Tage weg bin. Hey, Licht! Wie es aussieht, wenn ich 3 Tage weg bin und die Katzen sind allein zu Hause. Passt auf. So sieht es aus. Hier einfach alles hingeschmissen. Mein Arbeitsrucksack, wie gesagt, ich komme gerade von der Arbeit. Und ich weiß nicht, ob das normal ist, wenn man Katzen hat. Ich meine, guckt euch mal den Boden an. Überall liegen Krümeln und deswegen, ja, meine Handtasche. Ich finde die übrigens total niedlich, ne? Ich finde die übrigens total niedlich. Die habe ich damals gesehen. Für 6 Euro übrigens und musste die direkt kaufen. Wir verreisen ja bald und ich habe jetzt einen eigenen Reisepass. Den habe ich diese Woche abgeholt. Leute, ich hatte noch nie einen Reisepass. Das ist verdammt nochmal so cool. Ich freue mich so sehr. Ich brauche jetzt nur noch eine Impfung. Oh. Wait. Ich filme mich echt schon die ganze Zeit so? Crazy shit. Okay, ich zoome mal wieder raus. Habe ich echt jetzt gar nicht. Ich habe das Display eingeklappt gelassen. Deswegen habe ich es jetzt nicht gesehen. I'm sorry. So, ja, gestern hat es mich ein bisschen umgehauen gehabt. Deswegen ist hier noch Chaos. Ich habe auch schon angefangen, meine geliebten Orchideen hier wieder ins Wasser zu stellen. So sieht das übrigens aus. Diese, mein Kaffee. Vor allem wisst ihr, ich habe die Kaffeetasse noch nicht mal ausgetrunken. Ich bin schon total hype. So sieht das dann aus. Diese großen Gläser gab es mal im Lidl. Da sind dann immer um die Weihnachtszeit riesengroße Kerzen drin. Und ja, hier werde ich mich auch drum kümmern. Ihr dürft bitte gucken. Eigentlich, wenn ich von der Arbeit komme, wir haben nämlich einen kleinen, ich nenne ihn Buddy. Wenn ich von der Arbeit komme, ich demonstriere euch das jetzt mal, wie das aussieht, wenn ich von der Arbeit komme. Also, viel Spaß. Jo, genau das ist nämlich meine Art und Weise, sauber zu machen, wenn ich von Arbeit komme und platt bin. Damit ist es heute leider nicht erledigt und deswegen werden wir mal die schweren Geschütze rausholen und den richtigen Staubsauger vorholen und so weiter und so fort. Ihr könnt mir einfach mal ein bisschen zugucken. Ich mache jetzt sauber. Hey. Thank you.
Puh, so Leute, ich habe jetzt den ersten Teil erledigt. Ich werde natürlich noch den Rest der Wohnung saugen, aber mal ehrlich, das ist doch schon dreimal besser wie vorher. Yay! Aber erstmal mache ich 10 Minuten Pause, mir tun nämlich so die Füße weh, das glaubt ihr gar nicht. Ich bin heute auf Arbeit so viel gelaufen. Man muss dazu sagen, in Gummistiefeln, auch wenn ihr das nicht glaubt, aber ja, in Gummistiefeln. Und das ist schlau. Das Einzige, wie gesagt, was mich dann noch pusht, ist der Kaffee. Ich muss übrigens auch noch hinten ein bisschen Wäsche zusammenlegen und meinen Koffer ausräumen. Den Koffer, den wir zusammen eingepackt haben. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann schaut mal hier bei dem i. Da verlinke ich euch das und dann könnt... Das ist eigentlich ganz lustig geworden. Die Vlogs zu dem Wochenende in Tschechien. Ich weiß noch nicht, ob ich das als ein Vlog mache. Also ich habe beide Tage gefilmt, die möglich waren, aber ich weiß noch nicht, ob ich beide Tage zu einem Vlog zusammenlege oder für beide Tage einen einzelnen Vlog mache. Ich weiß es noch nicht, weil ich habe zwar vieles mitgefilmt, aber konnte nicht so dazu mit euch reden, wie ich es jetzt tue. Ihr werdet sehen. Wie gesagt, ich war ja das Wochenende nicht alleine. Wir waren ja zu dritt. Ist Vloggen so, wie ich es kenne, irgendwie nicht möglich, beziehungsweise würde ich da auch noch ganz schön verklemmt und kann einfach nicht so vor Fremden vor der Kamera reden. Da muss ich mich noch dran gewöhnen. Einfach mal so vor fremden Leuten in aller Öffentlichkeit in die Kamera zu reden. Ich werde das Video wahrscheinlich vor den Tschechen-Vlogs hochladen und dann habe ich immer noch dazu immer noch zwei ungeschnittene Videos. Also ich habe so viele Videos in der Warteschlange, die noch geschnitten werden wollen und oder werden müssen. Das heißt, es wird hier auf jeden Fall richtig Banane in den nächsten Tagen. Ich wollte ja eigentlich am Wochenende schon schneiden, aber irgendwie, ich kam nicht dazu. Ich kam echt nicht dazu, mich abends hinzusetzen und zu schneiden. Den ersten Tag war ich einfach nur müde. Und den zweiten Tag war ich auch nicht allein und hatte die Ruhe. Ich gehe jetzt noch ins Schlafzimmer, nehme die restliche Wäsche ab und lege die zusammen. Meine Tasche aus. Weiter geht's. Aufräum-Ninja am Start. Oh Mann, viel zu dunkel hier. Besser? Nee. Ich hoffe, es ist ein bisschen besser. Wenn nicht, müsst ihr mit dieser Dunkelheit leben. I'm sorry. Kennt ihr diese Freude als Mädchen, wenn man aufräumt und Haargummis findet? Das ist jetzt nur wieder toll. Ich habe übrigens im letzten Ich packe meine Tasche Vlog oder Video vergessen, euch die wichtige Nachricht mitzuteilen. Leute, denkt an Sonnencreme. Sonnencreme, ganz wichtig. Ich dachte mir beim Schneiden so, meine Fresse, du hast volle Kanne die Sonnencreme vergessen. Ah, das werdet ihr mitbekommen haben. Sag mal, geht das eigentlich nur mir so oder haben auch andere Leute so eine krassen Aufräum-, Putz-, Orgien- oder wie kann man das nennen? Putzanfälle, wie ich. Ich habe das meistens, wenn ich eigentlich absolut gar keinen Bock habe, den Tag zu putzen, von Arbeit komme, total platt bin und ich fange an. Und ich höre nicht mehr auf. Ich höre einfach nicht mehr auf. Ja, das ist ganz oft so. Ich bin generell ein Mensch, der ist nicht zu ordentlich. Also hier liegt auch mal Staub. Wenn es also nicht geputzt.
Aber ich kann es absolut nicht leiden, wenn die Grundordnung nicht drin ist. Also bei mir muss immer Grundordnung drin sein. Ich krieg gerade Besuch. Hallo Pauline. Wie kann man das Video eigentlich nennen? My Daily Routine? Ich glaube schon. Ich bin heute übrigens auch wieder nicht geschminkt. Nur ein kleines bisschen. Mascara ist drauf und ein bisschen leicht gefärbte BB-Cream. Weiß nicht warum, aber ich lerne diese eingefärbte BB-Cream immer mehr zu schätzen. Das ist eine Tagespflege, aber die tut leicht den Ton verbessern. Jetzt habe ich hier noch eine kleine Umfrage. Hier. Ich habe immer Angst, dass ich die falsche Seite zeige. Ich weiß mal nicht, ob ich die richtige zeige. Na, werdet ihr sehen. Hier ist jetzt ein i. Da könnt ihr mal abstimmen. Sollen wir sowas öfter mal machen, dass ich euch einfach so bei normalen Dingen mitnehme oder halt wirklich nur, wenn wir unterwegs sind. Das würde mich echt mal interessieren. So, ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr freuen. Das zeigt, also wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, dann zeigt es mir ja auch, dass es euch gefällt und dass es gut ankommt. Und das ist immer so ein kleines Feedback für mich. Also lasst gerne einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar oder vielleicht abonniert den Kanal auch. Ist kostenlos. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.